Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Architech. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie das SNMP-Protokoll mit unseren TCP/IP/IO-Modulen der MX210-Serie und der Konfigurationssoftware Architech Tool Pro verwenden können. In unserem Beispiel nutzen wir das analoge Eingangsmodul MV210-101 sowie einen Matricon-OPC-Server für das SNMP-Protokoll. Zu Beginn öffnen wir die SNMP-Einstellung und geben die SNMP-Funktionalität frei. Als TRAP-IP-Adresse nutzen wir die IP-Adresse unseres PCs, wobei der Port 161 standardmäßig ausgewählt bleibt. Wir speichern die neuen Parameter und gehen über zu der Konfiguration des Matricon OPC-Servers. Hierbei fügen wir ein neues SNMP-Gerät hinzu und hinterlegen die Adresse des analogen Eingangsmoduls MV210-101. In diesem Falle also 192.168.0.201 sowie die SNMP-Konfigurationsdatei mit den jeweiligen Object Identifiern für die verschiedenen Variablen des MV210-101-Moduls. Die SNMP-Konfigurationsdatei für das analoge TCP/IP-Eingangsmodul ist auf unserer Webseite architect.de erhältlich. Nach Abschluss der Konfiguration für den SNMP-Server kann die am ersten Analogeingang gemessene Temperatur im Matricon OPC Explorer eingesehen werden. Diese wird als Integer mit dem Faktor 10 dargestellt. Die vom MV210-101 gemessene Temperatur beträgt also 27,2 Grad Celsius. Die TCP/IP/IO-Module der MX210-Serie bieten aufgrund ihrer Kompaktheit und Funktionalität hervorragende Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen der Automatisierungstechnik. Laden Sie sich die kostenlose Software Architect Tool Pro noch heute herunter und lernen Sie diese kennen. TCP/IP/IO-Module der MX210-Serie können Sie über unsere Webseite erwerben. Dort finden Sie auch weitere Informationen bezüglich unserer Produkte. Bei Fragen können Sie gerne einen Kommentar hinterlassen. Wir werden diesen dann schnellstmöglich beantworten. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.